Zur Deutschlandpremiere von Mängelexemplar erschienen die Stars des Films in der Berliner Kulturbrauerei. Neben den Schauspielerinnen kam natürlich auch Sarah Kuttner. Die Autorin der Romanvorlage war sichtlich stolz. Das ist allerdings so weit weg von mir, weil ich damit ja überhaupt nichts zu tun habe, auch absichtlich. Ich habe mir ausgesucht, damit nichts zu tun zu haben, dass ich jetzt auch eher wie so ein Fan hier stehe, als wie jemand, der damit was zu tun hat. Ich bin merkwürdig hin und her gerissen. Da steht mein Name auf dem Plakat und ich denke, hör, ich habe doch gar nichts gemacht. Also es ist schon aufregend und gleichzeitig denke ich, ey, ich bin dafür nicht zuständig. Das ist alles deren Werk. In dem Film geht es um die Hauptakteurin Caro, gespielt von Claudia Eisinger, die an einer Depression leidet und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Katja Riemann, die im Film die Mutter spielt, erklärt das Thema so. In unserem Film geht es darum, dass eine junge Frau mit Depressionen diagnostiziert wird, die sie voraussichtlich von ihrer Mutter vererbt bekommen hat. Das muss nicht sein, das kann aber sein. In unserem Film ist es so. Und da, glaube ich, gibt es keinen Trick, sondern das große Glück, dass es Menschen gibt in uns, also dass wir in einem Land leben, wo es Menschen gibt, die sehr gut qualifiziert sind, sich um diese Menschen zu kümmern, sei es entweder in Gesprächstherapien oder auch in psychologischer Behandlung, die unter Umständen auch in medikamentöse Behandlung münden kann. Mängelexemplar startet in dieser Woche in den deutschen Kinos.